Hallo und herzlich willkommen zurück bei Medieval Dynasty. Heute möchte ich mich ein wenig um Nahrungsproduktion kümmern, denn uns gehen langsam die Vorräte aus und da müssen wir ein bisschen intervenieren. Denn das können wir so leider nicht, das geht nicht. Ich möchte mal gerade gucken, wie viel Geld habe ich denn? Ich habe 100 Goldstücke und noch ein bisschen an Zeug dabei. Ich möchte nämlich jetzt als erstes mal eine Hacke craften. Vorausgesetzt, das geht schon. Ja, so. Eine Schaufel. Ja gut, die Schaufel bringt mir jetzt nicht viel. Ich hätte lieber... Ja, ein Bogen wäre auch super. Aber das ist nicht das, was ich möchte. In der Tat möchte ich... Kann ich das so schon? Etwas Bestimmtes herstellen. Nämlich eine keine Steinaxt. Eine Hacke. Dafür fehlen mir nicht genügend Ressourcen. Mir fehlt ein Rundholz. Gut, ein Rundholz ist schnell beschafft. Gar kein Problem. Denn ich möchte ein paar Samen anbauen. Ich habe jetzt zwischen den Folgen mal nachgeschaut, wie ich denn jetzt zumindest zu diesem Zeitpunkt am besten mit Nahrung klarkäme. Und ich muss was aussehen. Na komm, das möchte ich auch gerne noch haben. Crafting. Ich hoffe, dass wir das jetzt noch schaffen. Denn das geht ja... Ja, zumindest wird es jetzt ein bisschen eng. Und natürlich bin ich überladen. Okay, dann tue ich mal ein paar der Rundhölzer in die Kiste. Oh, und ich habe ziemlich viel Hunger und Durst. Das ist nicht so gut. Und noch weniger gut ist, dass jetzt natürlich durch das Überladen die Werte noch sinken. So, Rundhölzer. Die möchte ich gerne verschieben. So. Die Steine nehme ich mal mit. Die Stöcke auch. Die würde ich nämlich im Zweifelsfall verkaufen. Und die Morcheln. Die Morcheln packe ich auch mal rüber in die Kiste. So. Und dann werde ich mir mal ein bisschen Fleisch zu Gemüte führen, dass ich hier nicht vom Fleisch falle. So. Und dann fürchte ich, müssen wir die Quest mit dem Leder auch gleich ein bisschen ruhen lassen, denn ich brauche das Leder vorerst erstmal für einen, für einen Ledersäckel. So, und jetzt muss ich erst wieder gucken, wo muss ich hin? Hinter mich. Gut. Vielleicht nehme ich auch mal den Weg. Das wäre nicht die schlechteste Idee. Hasi? Oh, tatsächlich. Hasi. Dann würde ich die Hasenfalle auch wieder aktivieren. Jetzt hätte ich theoretisch das Zeug, um die Quest zu beenden. Aber, wie gesagt, ich brauche das Leder. Es geht leider nicht anders. Was ich jetzt nicht geguckt habe, ist... Oh, Mist. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was ich überhaupt für Samen kaufen möchte, damit ich mein Fleisch sinnvoll verarbeiten kann. Es ist nicht so gut. Dann müsste ich gleich mal, wenn ich das richtig mitbekommen habe, kann ich in der Taverne kochen, in der Stadt. Oder in dem Dorf. Und dann würde ich da mal nachgucken, welche Rezepte sich denn im Moment anböten. Es gibt noch einen Queststrang, den ich bisher noch nicht mitgenommen habe. Das ist mir zwischenzeitlich auch aufgefallen. Laufe ich hier richtig? Ja. Den kann ich eigentlich auch in dem Dorf holen, aber den muss ich gerade mal liegen lassen, denn ich habe ein bisschen Angst, dass der Tag zu schnell vorbeigeht. Denn wenn der Tag vorbeigeht oder vorbeigegangen ist, dann ist vorbei mit Säen. Glaube ich zumindest. Ich möchte es aber jetzt auch nicht auf die harte Tour rausfinden.
Denn die harte Tour würde bedeuten, ich müsste die Sachen dann, die Zutaten dann einkaufen. Und als armer Schlucker, der gerade erst im Dorf angekommen ist, möchte ich da gerne drauf verzichten. So, jetzt muss ich die Taverne finden. Das ist nicht die Taverne. Das ist einfach nur ein Lagerfeuer. Das ist ein Häusle, noch ein Häusle. Bist du die Taverne? Nein, du warst dieses komische Barn-Ding. Taverne. Okay, keine Taverne. Das ist nicht ganz so gut. Mist. Ist das die Taverne? Da gehen Menschen hin. Ich folge. Ach nein, hier war ja der... Ich nehme an, der Mühlstein. Okay, keine Taverne. Das sieht auch nicht nach einer Taverne aus. Das sieht auch eher nach einem Häusle aus. Ja, für eine Taverne wäre das hier ein bisschen sehr klein. Ja, hier leben Menschen. Gut, keine Taverne. Dann muss ich gleich auf gut Glück versuchen. Es geht leider nicht anders. Und ich muss vor allem die richtige Händlerin finden. Oder den richtigen Händler. Obwohl ich könnte auch... Ich habe in Erinnerung, denn ich habe tatsächlich erst vorhin aufgenommen, heute Mittag. Ich konnte mich jetzt nicht zurückhalten. Ich musste jetzt einfach weitermachen. Und ich habe in Erinnerung, dass ich Karotten oder Zwiebeln brauche. Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr, was ich am ehesten brauche. Ich versuch's mal mit Zwiebeln. Und da ich nur 100 Gold habe, kann ich auch nur 10 kaufen. Vielleicht versuche ich es mal... Ja, ich... Moment. Vielleicht versuche ich es mal mit 5. 5. Komm, ich mache 5 Karotten und 5 Zwiebelsamen. Ich glaube, das ist okay. So. Da bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und dann würde ich vielleicht nochmal... Obwohl, jetzt brauche ich kein Geld mehr. Ich könnte jetzt ein paar Stöcke verkaufen, aber jetzt brauche ich gerade kein Geld. Was ich gerade dringender bräuchte, wäre der Ledersack. The Simple Bag. So. Dann wird jetzt schnell zurückgehechtet. Ich hätte natürlich jetzt auch noch mit dem... ich weiß gerade nicht, wie er heißt, dieser Ortsvorsteher. Mit dem hätte ich auch noch mal reden können. Der hat nämlich, wenn ich es richtig gesehen habe, oder wenn ich es richtig mitbekommen habe, noch eine Quest für mich. Obwohl, da kann ich nachgucken, glaube ich, im Journal, ne? Unigost-Geschichte. Genau, sprich mit Unigost. Ja, das mache ich dann. Sobald die Zeit dafür da ist. Jetzt gerade nicht. Wildes Waldwandern. Ich hätte vielleicht das Haus ein bisschen näher an dem großen Dorf bauen sollen. Aber gut, ich wollte es ja nicht anders. Deswegen ist das jetzt so. Theoretisch könnte ich auch noch ein anderes Haus bauen, aber das fände ich jetzt ein bisschen über. Außerdem, ich will ja ein Dorf gründen. Ja, das ist ja der Grundgedanke. Und das sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt neben dem anderen Dorf sein. Das ist schon ganz gut aufgehoben zwischen dem großen und dem kleinen Dorf da bei uns. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es richtig verstanden habe, denn ich müsste... Ah, ich darf nicht springen. Ich glaube, ich muss erst ein Feld bauen, das dann mit der Hake pflügen
Und dann kann ich säen. Deswegen Gebäude, Landwirtschaft, ein Feld. Das hätte ich gerne hinterm Haus. Ja, okay. Ich schon. Das Spiel nicht. Dann lasse ich da ein bisschen mehr Platz. Machen wir es mal so. Feld- und Getreideanbau. Felder können mit einer maximalen Größe von 16x16 erstellt werden. Die individuelle Feldsteuerung hängt von der Größe der einzelnen Felder ab. Um darauf etwas anbauen zu können, muss man es zuerst mit einer Hacke pflügen. Zur Aussaat wird geeignetes Saatgut benötigt. Der Beutel ist ein Werkzeug für die Aussaat und es gibt ihn für jede Art von Saatgut oder Dünger. Muss ich jetzt für jede Saatgut einen neuen? Nein. Also, ja, wahrscheinlich für jedes, wenn ich mehrere habe, aber... Du kannst die Beutel selbst in einer Näherei herstellen oder kaufen. Ja, oder ich mache das auf dem Feldweg in meinem Crafting-Menü. Das Sammeln von Feldfrüchten und Gemüse verringert den Nährwert dieses Feldes. Der Wert kann aber durch Ausbringen von Dünger erhöht werden. Der Dung wird von Schweinen produziert, wenn sie gefüttert werden. Dieser kann vom Boden aufgesammelt werden. Gut, Schweine habe ich ja noch nicht. Als erstes brauche ich jetzt mal meine Hacke. Hölzerne Hacke. Die lege ich mir mal auf die 3. Hallo? Danke. Will der hier das Feld nicht roden? Unfassbar. Ich glaube, ich hätte das Feld größer machen müssen. Kann das sein? Jetzt habe ich 10 Samen und, wenn ich es richtig sehe, nur 9 Felder. Das wäre nicht so gut. Dann lege ich mir die Tasche mal auf die 8. Und dann, genau, Beutelmodus ändern. Dann hätte ich gerne Zwiebels. Ja, ich würde gerne sehen. Hallo? Ungepflügtes Feld. Ich habe doch gerade gepflügt. Tasche Dünger benötigt. Mach mich jetzt nicht fertig. Doch, er macht mich fertig. Muss ich da nochmal pflügen? Ne, ich brauche Dünger. Zwangsläufig. Das habe ich aber anders gelesen. Muss ich jetzt echt nochmal Dünger kaufen? Kann ich denn vielleicht Karotten ausbringen? Nö. Ich muss das Feld düngen. Okay. Das finde ich nicht so gut. Dann laufe ich mal gerade in das Dorf hier bei mir um die Ecke. Das ist vielleicht jetzt näher. Ich hoffe, ich kann da Dünger kaufen. Aber ich habe gar kein Geld mehr. Okay, dann muss ich gegebenenfalls doch ein paar Stöcke verkaufen. Ich brauche Kohle. Das ist jetzt aber eher ungut. Das hätte ich vorher wissen müssen. Mist. Dann hätte ich das einplanen können. Zumindest theoretisch. Ja gut, ich meine, ich muss ja hier sowieso lang. Dann kann ich auf dem Weg noch Stöcke mitnehmen, um sie dann zu verkaufen. Allerdings weiß ich jetzt auch gar nicht, bei wem ich... Hätte ich bei der eben Dünger kaufen können? Ich weiß es gerade nicht. Ja, das sind immer einzelne Stöcke. Ich sollte vielleicht tatsächlich einfach hier die Ahornzweige und die Birkenzweige mitnehmen. Das sind nämlich dann meistens mehr als einer. Mag der Landwirt. Mist. Na gut.
Da habe ich mich jetzt nicht so geschickt angestellt. Was bist du? Nix. Einfach nur eine Textur. Okay. Dann darfst du weiter existieren. Am Wegesrand. Der braucht immer so lange, bis er das Zeug aufnimmt. So im Vorbeigehen ist nix. Oder? Doch, geht. Ja, neues Level. Kümmere ich mich aber später drum. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Zeitnot. Dim, 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 dim. Gut. Hier noch ein paar Birkenzweige mitnehmen. Ups, die will ich nicht stehen lassen. Ja, jetzt bin ich überladen. Ich hab's mir gedacht. Darauf habe ich eigentlich nur gewartet. Gut, da ich jetzt sowieso gerade nicht rennen kann, mache ich es gerne noch ein bisschen schlimmer. Obwohl das keine weise Idee, oder? Denn das verbraucht leider Hunger. Aber ich bin ja fast da. Da geht das mal. Ich muss jetzt nur die nette Dame wiederfinden, die uns eben die Samen verkauft hat. Und ja, wenn die keinen Dünger hat, dann gibt's den ersten Mord. Das ist völlig unstrittig. So, schauen wir mal. Bist du die Troller? Nee, du warst es nicht. Warst du die Troller? Nein. Wo ist denn... Hallo? Bist du die Troller? Ich glaube, du warst die Troller. Ja, du warst die Troller und du hast aber keine... Das ist nicht so gut. Erstmal verkaufe ich dir jetzt alle meine Stöcke. So. Nur ist jetzt die Frage... Wo bekomme ich Dünger her? Also theoretisch ja aus dem Stall. Aber... Ja. Hier. Da haben wir eine Kuh, aber eine Kuh ist kein Schwein. Und es hieß bei Schweinen. Nee, ich will kein Kalb kaufen. Das hilft mir gerade nicht. Oh. Okay. Hallo Typ. Können wir mal reden? Zeig mir deine Waren. Dünger. Sehr gut. Du willst da 10 für haben. Ich habe 100. Dann gib mir mal 10. Ich brauche sowieso nur 10, glaube ich. Hoffe ich. Oh, ich glaube, ich habe ihm gerade gesagt, geh mir aus dem Weg. Das ist ein bisschen schade, dass man aus dem Dialogmenü nicht mit Escape rauskommt. Das würde helfen. Und ich habe schon wieder Hunger. Ich habe doch eben erst gegessen. Das Blöde ist, ich will jetzt das Fleisch auch nicht dafür verbraten. Also ich habe mittlerweile herausgefunden, man kann Fleisch ganz einfach braten am Lagerfeuer. Aber ich würde das Fleisch natürlich ganz gerne direkt zu einem köstlichen Mahl verarbeiten. Das uns dann auch mehr bringt. Ja, ist ja gut. Ich sehe es ja. Es blinkt. Naja, wenigstens um den Durst kann ich mich mal eben kümmern. Dann wird zumindest der schon mal ein wenig befriedigt. Hallo? Ja, ich sehe es blinken. Ich weiß. Ich kann es gerade nicht ändern. Habe ich noch was zu essen dabei? Ja, toll. Obwohl, den kann ich sowieso mal essen. Ich brauche sowieso noch Lebensenergie. Und ein bisschen Trockenfleisch habe ich auch dabei. Ja gut, okay, komm, dann gebe ich mir noch ein bisschen Trockenfleisch. So. Dann habe ich ein bisschen Ruhe. Nicht allzu lang, aber ein bisschen.
Und bald dürfte ich auch wieder vollkommen erholt sein von meinen Lebenspunkten her. Denn Schlafen erholt, also Schlafen regeneriert ja auch so ein paar Lebenspunkte. Und dann könnte ich mich nochmal an die Jagd wagen. Theoretisch. Aber ich habe Angst. Aber vielleicht habe ich ja Glück und es gibt auch nicht aggressive Tiere. Zum Beispiel Hasen. Ich könnte eigentlich noch ein paar Hasenfallen bauen. Das wäre keine schlechte Idee. Eins nach dem anderen. Erstmal hier, ne? So, Hafer, Dünger. Ich hatte jetzt gerade erst die Sorge, dass ich vielleicht falsch mache und erst säen muss, um dann zu düngen. Aber er beschwert sich ja die ganze Zeit schon von wegen Dünger benötigt. Ungepflügtes Feld. Gedüngtes Feld. Okay. Wieso brauchst du jetzt eine Hacke? Das erschließt sich mir nicht so ganz. So, jetzt haben wir es gedüngt. Jetzt würde ich gerne ausbringen. Willst du das auch? Nein, will er nicht. Dann würde ich nochmal gerade die Hacke bemühen. Ah. Okay. Also. Pflügen, düngen, pflügen. Beziehungsweise ich vermute mal, beim ersten Mal ist es nicht pflügen, sondern leerräumen. Lebensmittellager. Ja, das finde ich gut. Ich habe noch keine Lebensmittel, aber hey, ich kann sie schon mal lagern. Das ist schon mal ein Anfang. Hallo? Zwiebeln. Noch mehr Zwiebeln. Sehr schön. Mir fällt gerade auf, mein Plan hat einen Haken. Denn, ich sehe zwar jetzt aus, aber ich kann da nicht sofort ernten. Ja, muss ich mal gucken, wie ich an Nahrung komme. Langsam wird es ein bisschen eng. So, jetzt habe ich noch einen Karottensamen übrig. Weil ich nur 9 Felder habe. Ich nase. Gib mir mal die Truhe. 15 Fleisch, dann würde ich mal kommen. Nee, nicht alle. Machen wir mal 7 Fleisch in die Truhe. Der Dünger kann auch mal in die Truhe. Die Karottensamen, ja gut, die wiegen ja nichts. Die kann ich mal mitnehmen. Leder. Fehlt mir wieder eins. Fällt mir gerade mal so auf. Stroh kann ich auch mal wegpacken. Das sind wieder 7 Kilo, die ich mehr tragen kann. Dabei will ich es gerade mal kurz belassen. Und dann würde ich mal schnell ein Lagerfeuer zaubern. Crafting. Nein, das ist ein Gebäude, ne? Nö. Ich habe Lagerfeuer aber schon gesehen. Da, Lagerfeuer. Nicht genügend Stöcke. Gut. Ich muss sowieso mal wieder Stöcke sammeln. Hasi? Tatsache. Hasi. Gut, einmal kann ich ihn noch verwenden. Denn die hält ja für insgesamt 3 Aktionen, will ich es jetzt mal nennen. Ich könnte natürlich auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bekomme ich doch auch beim Holzfällen Stöcke, nicht wahr? Ich könnte natürlich auch einfach ein Holz umnieten. Einen Baum umnieten. Ich glaube, das mache ich auch. Vorausgesetzt, meine Steinaxt macht da noch mit. Aber das sieht gut aus. Komm. Ja, du musst den nochmal zerlegen. Okay, ich glaube, ich habe jetzt aber keine Hölzer bekommen. Ist nicht schlimm. Rollen nicht weg. Dann habe ich wenigstens wieder ein paar Rundhölzer.
Ist auch nicht verkehrt. Haben wir hier noch was? Ja, da. Ich wollte doch sagen. Mir war so, als wäre da noch was. Birkenzweige, Birkenzweige, Birkenzweige. Und dann müsste ich jetzt eigentlich das Lagerfeuer craften können. Theoretisch. Ja, gut. Aber das will ich nicht hier machen. Das möchte ich natürlich an meinem Haus machen. An diesem malerischen Abend, an dem die Sonne untergeht. Ich möchte auch möglichst nicht vor die Hasenfalle laufen. Machen wir das mal hier so hin. Ich glaube, hier ist das ganz gut aufgehoben. Lagerfeuer, zack. Und gib ihm. Entzünde ein Feuer. Kochen. Was? Nein. Kochen. Ah, okay. Ich hätte... Genau, ich muss R drücken, um mehr zu machen. Ich mache mal jetzt noch 6 Stück, dann habe ich 7. Das sollte ja zumindest theoretisch erstmal reichen. So. Das können wir verlassen. Und dann können wir Mamfi Mamfi machen. Wo haben wir es? Gebratenes Fleisch. Bringt zumindest immerhin 6. Ist ein bisschen was. Hm. 2 lasse ich mir mal noch übrig für morgen. Ne? Denn der Tag endet ja auch irgendwann mal. Und so wie es im Moment aussieht, auch eher früher als später. Und da der Tag jetzt vorbei ist, überlasse ich euch jetzt in die Nacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin alles Liebe. Alles Gute.